Meistens sind alle Modelle eine Einheit vom gleichen Modelltyp. Dies kann aber gelegentlich auch abweichen. Auf dem Datenblatt steht auch die Mindestzollstärke, die erfüllt werden muss. In diesem Fall also beispielsweise 5 Howling Banshees. Sterben alle Modelle einer Einheit, so gilt die gesamte Einheit als zerstört. Die Zollstärke bezieht sich auf die Anzahl der Modelle einer Einheit, wie sie in der Armeeliste aufgeschrieben sind. Stirbt ein Modell, ist die Einheit unterhalb der Zollstärke. Einheiten mit Zollstärke 1, also Einheiten, die nur aus einem Modell bestehen, gelten als unterhalb der Zollstärke, wenn die Einheit einen Lebenspunkt verloren hat. Eine Einheit gilt als unterhalb halber Zollstärke, wenn mehr als die Hälfte der Modelle zerstört worden sind. Bei Einheiten mit Zollstärke 1 trifft dies zu, wenn sie unter der Hälfte ihrer Lebenspunkte sind. Sobald eine Einheit als unterhalb halber Zollstärke gilt, muss in der Befehlsphase ein Erschütterungstest für diese Einheit durchgeführt werden.